Miss Harrison rief die Polizei und berichtete, dass jemand in ihr Haus eingebrochen sei. Als die Beamten eintrafen, war die Frau an einem Stuhl gefesselt. Sie sagte, dass der Einbrecher ein Mann in einer schwarzen Maske gewesen sei und sie bewegungsunfähig gemacht habe. Danach habe er alles gestohlen und sei geflüchtet. Doch die Polizei glaubte Miss Harrison nicht und verhaftete sie für die Falschaussage. Warum? Wenn sich die Frau nicht bewegen konnte, wie konnte sie dann die Polizei rufen? Heute ist Haleys Geburtstag. Ihre Eltern versprachen ihr ein Geschenk. Doch zuerst musste sie es auch finden. Um dem Mädchen zu helfen, gaben sie ihr eine Notiz. Darauf stand: Iden Keschken Itzmi Legler Trekstev. Wo sollte das Mädchen nach ihrem Geschenk suchen? Klingt, als kämen ihre Eltern aus Skandinavien, aber nur, weil sie einen Buchstabensalat aus jedem Wort gemacht haben. Stellt Haley die Buchstaben richtig um, bekommt sie konkrete Anweisungen. Dein Geschenk ist im Keller versteckt. Sydney hat ihrer Mutter erzählt, dass sie übers Wochenende mit ihrer Gymnastikgruppe in ein Sportcamp fährt. Mrs. Stevenson kannte ihre Tochter gut und wusste, dass das nur eine Ausrede war. Sydney wollte ihr Wochenende nämlich mit ihrem Freund verbringen. Trotzdem half sie ihrer Tochter beim Sachenpacken. Als das Mädchen zurückkam, war sie sauer auf ihre Mutter, weil die Zahnbürste in der Tasche fehlte. Und da wusste Mrs. Stevenson, dass sie recht hatte und Sydney nicht auf einem Sportausflug war. Wie hat sie das rausbekommen? Als sie die Sachen ihrer Tochter gepackt hat, hat sie die Zahnbürste in die Sporttasche getan. Wäre Sydney wirklich auf einem Sportcamp gewesen, hätte sie diese Tasche geöffnet und die Zahnbürste entdeckt. Hat sie aber nicht, das heißt, sie hat wohl keinen Sport getrieben. Sieh dir diese Leute an, die ihren Einkauf erledigen. Eine Person hat eine Wassermelone gestohlen. Weißt du welche? Es muss der Typ rechts sein. Er hält einen Fußball in den Händen, der sehr schwer zu sein scheint. Eigentlich wiegen Fußbälle aber nicht viel. Das muss die Wassermelone sein. Mason ging auf Expedition zur Antarktis. Sein Chef wollte, dass er ihm Fotos sendet, als Beweis, dass er auch wirklich da ist. Mason schickte ihm jeden Tag Bilder, doch als er von seiner Reise zurückkam, feuerte ihn sein Chef. Schau dir die Bilder genauer an. Was hat dem Chef daran nicht gefallen? Mason sagte, er sei in der Antarktis, doch in einigen Bildern kann man Palmen sehen. Kein Wunder, die Fotos waren gefotoshoppt. Und sein Chef wusste das. Mason war im Urlaub. Ein älterer Herr konnte sehr schlecht sehen. Er lebte mit seinem Sohn Mark zusammen, weil er Hilfe im Alltag benötigte. Eines Tages lehnte der Herr in seinem Sessel, als sein Sohn das Essen vorbereitete. Plötzlich hörte Mark Glas scheppern. Der Sohn rannte ins Zimmer und sah ein zerbrochenes Fenster. Er fragte, was passiert sei. Sein Vater sagte ihm, dass irgendein Mann mit dunklen Augen und dunklen Haaren einen Stein ins Fenster geworfen habe und dann flüchtete. Mark glaubte seinem Vater nicht. Warum nicht? Sein Vater konnte schlecht sehen und als das passiert gewesen sein soll, hatte er keine Brille auf. Er hätte weder den Randalierer noch seine Haare oder seine Augen sehen können. Savannah ging mit ihrem Mann auf Geschäftsreise. Am Abend fühlte sich die Frau nicht wohl und wurde ohnmächtig. Als Savannah ein paar Stunden später aufwachte, konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Vor ihr standen zwei Männer und beide behaupteten, ihr Ehemann zu sein. Doch sie wusste einfach nicht mehr, wer ihr richtiger Mann war. Kannst du ihr helfen? Beide gingen auf Geschäftsreise, deshalb haben sie sich dementsprechend gekleidet. Der Typ im Hoodie sieht nicht formal genug aus. Ihr Mann muss also der andere Herr mit dem Anzug sein. Auch diese Frau, Susanna, kann sich nicht mehr erinnern, welcher ihr Mann ist. Sei doch so nett und hilf ihr. Es muss
dieser Kerl sein. Sieh mal, er trägt einen Ring. Der andere scheint nicht verheiratet zu sein. Evas Eltern, John und Catherine, kamen ins Krankenhaus, um ihren Teenager abzuholen. Kannst du ausmachen, welcher von ihnen ihr Kind ist? Es ist das Mädchen. John und Catherine sind Evas Eltern. Eva ist ein Mädchenname und sie ist das einzige Mädchen hier im Raum. Alexis lief jeden Tag im Stadion, um sich auf eine Leichtathletikmeisterschaft vorzubereiten, die heute beginnt. Alexis wärmt sich gerade auf und sieht einen dünnen Typen unter den anderen Läufern. Seine Beine sehen ziemlich schwach aus. Will er laufen? Fragt sich Alexis. Alle Teilnehmer nehmen die Startposition ein. 3, 2, 1, los! Alexis rennt so schnell sie kann. Sie liegt in Führung und der Typ läuft viel schneller und sieht nicht mal müde aus. Er gewinnt. Aber wie hat er das gemacht? Alexis merkt, dass er kein echter Sportler ist. Er ist nicht mal ein Mensch. Aber woher weiß sie das? Der Typ schwitzt nicht, er blinzelt nicht und er hat zwei linke Hände. Es regnet. Mike läuft schneller, um nicht zu frieren. Seine drei Ziegen folgen ihm. Er kommt an den Fluss und sieht ein Floß am Ufer. Aber es kann nur eine Ziege und einen Menschen auf einmal tragen. Auf der anderen Seite des Flusses sitzt ein Tiger. Mike kann nicht mit einer Ziege fahren und sie bei dem Tiger lassen. Was soll er tun, um den Fluss zu überqueren? Es ist nicht nötig, den Fluss mit dem Floß zu überqueren. Schau mal da vorne, da ist eine Brücke. Es gibt ein Haus mitten in der heißesten Wüste. Hier gibt es kein Wasser, keine Bäume und keine Dörfer. Vier Menschen leben in dem Haus, der Besitzer und seine Freunde. Ein Archäologe, ein Ölarbeiter und ein Landvermesser. Der Besitzer geht in den Hinterhof und sieht ein leeres Fass. Wer hat das ganze Wasser ausgetrunken? Wir haben keine Vorräte mehr, schreit er laut. Auch die Freunde sind geschockt. Derjenige, der das getan hat, sollte in die Wüste gehen und Wasser holen, sagt er. Ich habe vor dem Haus gegraben. Ich habe das Fass nicht angefasst, antwortet der Archäologe. Ich habe unter dem Haus Öl gefördert. Ich habe das Wasser nicht getrunken, sagt der Ölarbeiter. Ich war auf der Suche nach einem unterirdischen Fluss oder See und bin durch die Wüste gewandert, aber ich habe nichts gefunden. Es hat keinen Sinn, uns dorthin zu schicken. Weißt du, ich glaube, du hast es getrunken, antwortet der Landvermesser. Was denkst du, wer hat das Wasser ausgetrunken? Niemand. Das Fass stand draußen. Der heiße Sand und die sengende Sonne haben es ausgetrocknet. Dr. Phil arbeitet in einem Labor für die Untersuchung von Mikroorganismen. Er sitzt in seinem Büro und liest einen wissenschaftlichen Artikel. In diesem Moment klopft jemand an die Tür. Es ist ein junger Laborassistent. Er sieht verängstigt aus und sagt, er habe ein echtes Monster gesehen. Es hat mehrere Mäuler, lange Tentakel und eine Klaue, sagt der Mann. Er hat es im Labor eingesperrt. Dr. Phil geht los, um es mit eigenen Augen zu sehen. Er dreht den Schlüssel im Schloss und die Tür öffnet sich langsam mit einem knarrenden Geräusch. Der Doktor tritt ein und nichts. Hier herrscht absolute Stille. Es gibt kein Ungeheuer. Oder doch? Was glaubst du, wo es ist? Das Monster ist mikroskopisch klein und sitzt in einem Reagenzglas. Erinnerst du dich? Es ist ein Labor zur Untersuchung von Mikroorganismen. Ein alter Chef eines großen Finanzunternehmens geht in den Ruhestand. Aber wer wird sein Erbe übernehmen? Wer wird in der Lage sein, ein so großes Unternehmen zu leiten? Er ruft eine Krisensitzung ein. Die Mitarbeiter versammeln sich im Konferenzraum. Der Chef gibt jedem von ihnen 100 Euro. Das ist alles, was ich hatte, als ich zum ersten Mal in diese Stadt kam. Aber ich habe dieses Geld weise eingesetzt und bin reich geworden, sagt er. Wer dieses Geld am besten einsetzt, bekommt den Chefposten in der Firma. Ihr habt 2 Wochen Zeit.
Zum vereinbarten Zeitpunkt kehrten alle Mitarbeiter in den Konferenzraum zurück. Jemand investierte das Geld in Startups, ein anderer kaufte Aktien von anderen Unternehmen, einer gab die 100 Euro einfach in einem Restaurant aus, andere kluge Leute verdienten Tausende von Euro. Es gab also viele würdige Kandidaten, aber keiner von ihnen bekam den Chefposten vererbt. Warum nicht? Es hat nichts mit dem Geld zu tun. Der alte Chef ist vorher verstorben. Wie jeden Morgen ging Barbara in ihr Lieblingscafé, um sich einen Kaffee und ein Frühstückssandwich zu holen. Nachdem sie bezahlt hatte, verließ sie das Café. Ein paar Minuten später kam sie aber zurück und sah besorgt aus. Sie hatte ihr Portemonnaie vergessen, aber es war nirgends zu finden. Sie rief die Polizei, um den Vorfall zu melden. Niemand hatte den Laden verlassen, also musste der Dieb noch drin sein, als der Beamte eintraf. Er begann dann auch gleich, alle zu befragen. Jenny, die Kassiererin, sagte, dass Barbara eine Stammkundin sei und sie sie schon lange kennt, deshalb würde sie ihr nie das Portemonnaie stehlen. Sie habe es auch nicht gesehen, nachdem Barbara bezahlt hatte. André war ein Tourist, der zum ersten Mal in der Stadt war. Er sagte, er sei in das Café gegangen, weil er die berühmten Muffins probieren wollte. Er behauptete, er hätte das Portemonnaie nicht gesehen. Er war damit beschäftigt, zu entscheiden, welchen Muffin er nehmen sollte. Henry arbeitete als Verkäufer nebenan im Laden. Er sagte, dass er ins Café gegangen sei, um einen Kaffee zu trinken. Er sah das Portemonnaie nicht, weil er gerade Milch in seinen Kaffee goss. Was denkst du? Wer hat das Portemonnaie gestohlen? Es war Henry, der Angestellte vom Nachbarladen. Oder sollte ich sagen, Harald? Siehst du sein Namensschild? Er hat bei seinem Namen gelogen, als er seinen Kaffee bestellte. Außerdem sagte er, dass er Milch in seinen Kaffee gegossen habe. Aber wie du siehst, ist sein Kaffee schwarz. Jessica war eine aufstrebende Schauspielerin und hatte an diesem Tag ein wichtiges Musiktheater-Vorsprechen. Sie verließ ihr Haus früh am Morgen, um pünktlich zu sein. Aber sie hatte ihre Noten vergessen und musste zurückfahren. Als sie das Haus betrat, sah sie ihre Mitbewohnerin bewusstlos auf dem Boden liegen und eine Krankenschwester stand neben ihr. Sie erklärte Jessica, dass ihre Mitbewohnerin vergiftet worden war. Aber zum Glück hatte sie es noch geschafft, einen Krankenwagen zu rufen, bevor sie ohnmächtig wurde. Jessica merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie bedankte sich bei der Krankenschwester, dass sie ihrer Freundin geholfen hatte und fragte, ob sie ein Glas Wasser möchte. Die Krankenschwester stimmte zu und Jessica eilte in die Küche. Dort rief sie die Polizei und sagte, »In meinem Haus ist eine falsche Krankenschwester. Sie hat meine Mitbewohnerin vergiftet und will sie ausrauben.« Woher weiß Jessica das? Als sie am Haus ankam, stand kein Rettungswagen vor dem Haus. Es ist ja nicht so, dass die Sanitäter mit einem Taxi kommen. Vielleicht ist dir auch die Sanitätstasche aufgefallen, die die Krankenschwester in der Hand hielt. Sie war leicht geöffnet und der Schmuck von Jessicas Mitbewohnerin baumelte raus. Anna und Katrin sind beide Influencerinnen. Aber schau dir mal die letzten Fotos an, die sie gepostet haben. Welche der beiden Damen ist deiner Meinung nach reicher? Katrin ist natürlich reicher. Schau dir mal die Anzahl der Likes unter ihrem Foto an. Sie hat 27.907 Likes. Anna hat nur 9.837 Likes, was bedeutet, dass Katrin viel mehr Follower hat und Millionen verdienen muss. Anne hat es geschafft. Sie hat für alle Geschenke besorgt, außer für ihren Vater. Sie wusste von den anderen, was sie sich wünschten, aber ihr Vater war ziemlich verschlossen. Er ist nicht der Typ, der viel redet. Außerdem kennt er sich mit Technik nicht so gut aus und hat noch nie etwas online gekauft.
Sie konnte sich also nicht einfach an seinen Computer setzen und sich die gespeicherten Artikel in seinem Einkaufswagen anschauen. Aber er macht immer Listen in seinem kleinen Notizbuch und Anne war sich sicher, dass sie darin eine Wunschliste finden würde. Also schlich sie sich in das Büro ihres Vaters, um nach dem Notizbuch zu suchen. Sie konnte es aber nirgendwo finden, wahrscheinlich weil es in der verschlossenen Schublade in seinem Schreibtisch lag. Sie suchte im ganzen Zimmer nach dem Schlüssel, fand ihn aber nicht. Da fielen ihr zwei Klebezettel auf, die an zwei verschiedenen Büchern im Bücherregal klebten. Der erste Zettel war an einem Psychologiebuch befestigt und darauf stand S5487. Auf dem zweiten Zettel, der an einem Kriminalroman klebte, stand S213 und 20. Anne wusste sofort, was die Zettel zu bedeuten hatten. Weißt du, was sie tun musste? Sie musste die Seite 548 im ersten Buch aufschlagen und das siebte Wort auf dieser Seite finden. Im zweiten Buch musste sie Seite 213 aufschlagen und das 20. Wort auf dieser Seite finden. Die Wörter, die sie fand, waren Unter- und Schreibtisch. An der Kaugummi-Schmelzküste, weit weg vom Dorf der sprechenden Steine, gibt es ein großes Haus. Dieses Gebäude unterscheidet sich von allen anderen in seiner Nachbarschaft, weil es sich im zweidimensionalen Raum befindet. Der Besitzer ist ein reicher Architekt, Herr Alex Glühbirn, der soeben nach einem 9000-sekündigen Nickerchen aufgewacht ist. In seiner Küche findet er eine zerbrochene Diamantenbanane vor. Herr Glühbirn wird wütend und ruft jede Person zu sich, die im Haus war, als er geschlafen hat. Er will herausfinden, wer dieses edle Schmuckstück zerstört hat. Ein Ei, Pappgeräffchen und Tripelikopf treten ins Wohnzimmer. Wer hat die Banane zerbrochen? Fragt Herr Glühbirn. Ich weiß nicht, ich habe die reichen Alten in ihren Träumen besucht, sagt ein Ei. Ich habe im Wohnzimmer Zurück in die Zukunft Teil 10 in 3D geguckt, meint das Giräffchen. Ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin oder was hier vor sich geht, aber die Banane habe ich nicht angefasst, spricht einer der Pelikanköpfe aus. Herr Glühbirn weiß sofort, wer gelogen hat. Und du? Es ist das Pappgiräffchen. Es könnte gar keinen 3D-Film gucken, weil das Haus zweidimensional ist. Eines Nachts ist es auf dem Planeten Lila geschehen. Eine flauschige Schlange kroch in ein Haus, in dem ein Lilaner schlief. Sie hat ihn gebissen und der Lilaner eilte sofort zum Krankenhaus. Er erzählt der Ärztin alles Wichtige. Sie untersucht ihn aufmerksam und meint dann, dass die Schlange nicht giftig gewesen sei. Wie kann sie sich da so sicher sein? Auf dem Wecker des Lilaners war es 3.45 Uhr. Jetzt zeigt die Uhr in der Notaufnahme schon 23:45 Uhr, und zwar nachts. Der Lilaner hat fast einen ganzen Tag zum Krankenhaus gebraucht. Bisher ist ihm nichts passiert, also dürfte die Schlange auch nicht giftig gewesen sein. Der Herrscher des Planeten Windzoo hat keinen Thronerben. Aber wer wird diesen Planeten dann regieren? Um den besten Thronfolgen auszuwählen, gibt der König jedem Anwärter eine Saat. Wer mit der schönsten Blume zurückkommt, wird den Thron besteigen dürfen, lässt der König verlauten. 2 Monate später kommen alle mit wundervollen Blumen zurück. Doch unter 100 Kandidaten gab es ein Mädchen ohne eine Blume im Topf. Die Pflanze ihres Bruders war hingegen die schönste aller Pflanzen. Der König hat die beiden auserkoren. Warum? Alle Saaten waren unecht und das Mädchen wollte den König nicht hintergehen. Sie darf den Thron wegen ihrer Ehrlichkeit und ihr Bruder wegen seines Ehrgeizes besteigen. Der Regen fällt aufwärts in dieser Welt, Autos fahren rückwärts, zersplittertes Glas repariert sich von selbst, Stifte löschen Wörter auf Papier, Hühner schlüpfen am Ende ihres Lebens wieder zurück in ihre Eier. Du kapierst also, die Zeit läuft hier rückwärts, aber irgendetwas stimmt hier trotzdem nicht. Nur was? Ich hoffe, du hast mir gut zugehört. Die korrekte Antwort lautet: meine Stimme. Ich spreche nicht rückwärts.
Weltraummonster jagen dir in einer verlassenen Weltraumstation irgendwo am Rande einer weit entfernten Galaxie hinterher. Ihre bezahnten Tentakel greifen nach dir. Zum Glück schaffst du es, in ein Rettungsschiff zu springen und haust von dort ab. Plötzlich bemerkst du, dass das Raumschiff keine Bremsen hat. Zu deiner Linken befindet sich ein Asteroidengürtel. Zu deiner Rechten ein kleines schwarzes Loch. Dazwischen kannst du einen roten Stern erkennen. Welchen Weg solltest du nehmen? Keinen der drei. Du kannst ja auch nach oben und unten fliegen. Du bist schließlich im Weltall. Auf diesem Planeten regnet es jeden Tag Diamanten. Die Strahlen des nächsten Sterns, der diese Welt warm hält, beinhaltet Goldpartikel. Geld wächst auf Bäumen, Meere leuchten grün, weil sie mit Smaragden gefüllt sind. Und trotz dieser reichen Ressourcen will hier niemand leben. Warum nicht? Goldpartikel in der Luft können die Lunge innerhalb weniger Sekunden schädigen. Geldbäume erzeugen keinen Sauerstoff. Und es gibt auch keine Fische im Wasser zwischen all den Smaragden. Hier können Menschen einfach nicht überleben. Mike läuft eine lange Straße entlang. Er ist verschwitzt, hungrig und durstig. Es sind keine Autos in der Nähe und sein Telefon funktioniert nicht. Mike geht noch ein paar Schritte und setzt sich dann an die Straße. Er kann nicht mehr weiterlaufen. Dann hört er ein Fahrzeug, das sich nähert. Ein großer Bus taucht auf. Er hält neben Mike an und die Türen öffnen sich, aber Mike steigt nicht ein. Er sieht ein Auto und ein Motorrad kommen. Auch sie halten bei ihm an. Alle Fahrer bieten Mike an, ihn mitzunehmen. Für wen sollte er sich entscheiden? Der Bus scheint okay zu sein, aber einer seiner Reifen ist platt. Die Fahrt wird also nicht sehr lange dauern. Schau dir den Biker an. Sein Gesicht wird von einem Helm verdeckt, aber er hat Hufe anstelle von Füßen. Mike entscheidet sich für das Auto. Ein Videoblogger läuft seit mehreren Stunden durch die Wüste. Der Mann hat kein Wasser mehr und er verliert an Kraft. Aber sein Kameraakku ist vollgeladen. Er erklimmt einen kleinen Hügel und sieht drei Seen. Aber nicht alle sind echt. Hilft dem Blogger, die Fata Morgana zu erkennen. Er hat eine Videokamera, mit der er die Seen filmen kann. Trugbilder können nicht aufgenommen werden. Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße unterwegs, als er einen Schrei hört. Eine Frau ruft um Hilfe. Sie scheint im Wald zu sein. Der Biker fährt in ihre Richtung und sieht drei junge Frauen zwischen den Bäumen. Sie flehen alle, sie vor einem Vampir zu retten. Aber wer von euch ist der Vampir? Fragt der Mann. Sie ist es, schreien alle Mädchen und zeigen aufeinander. Wie kann der Biker rausfinden, wer ein Mensch ist? Es gibt zwei Seitenspiegel am Motorrad. Der Biker muss nur den Lenker drehen und dann sieht er, welche Frau ein Spiegelbild hat. Martin besucht gerne Lost Places und heute will er sich ein riesiges, verlassenes Einkaufszentrum auf einer abgelegenen Insel ansehen. Legenden zufolge lebt der Minotaurus in diesem Gebäude. Die Kreatur sieht aus wie ein Mensch, hat aber einen Stierkopf. Natürlich glaubt Martin nicht an diese Legende. Er hat eine Taschenlampe, eine warme Decke und eine Nachtsichtkamera dabei. Drinnen ist es dunkel und kalt. Martin hört ein seltsames Geräusch, das aus dem Korridor kommt. Er leuchtet mit der Taschenlampe und sieht den Minotaurus. Das Ungeheuer sieht wütend aus. Es richtet seine Hörner auf Martin. Was soll er jetzt tun? Schnell, der Stier wird gleich angreifen. Erinnerst du dich an die Decke, die Martin mitgenommen hat? Er sollte sie gegen die Schnauze des Monsters werfen, um es zu verwirren, damit er abhauen kann. Michelle steht vor einer verschlossenen Tür. Davor liegen eine Axt, ein Hammer, eine Bohrmaschine und anderes Werkzeug. Das Mädchen versucht, die Tür mit der Axt aufzubrechen, aber die Tür ist aus Metall. Dann versucht sie, das Schloss mit dem Hammer zu zerschlagen. Das funktioniert aber auch nicht. Versuch nicht, sie mit Gewalt zu öffnen. Es gibt einen einfacheren Weg, sagt eine unheimliche Stimme. Michelle versucht, die Tür durch Drehen des Griffs zu öffnen, aber auch das klappt nicht. Was kann sie sonst noch tun?
Michelle sollte einfach mal an die Tür klopfen. Klarer Sternenhimmel, frische, kühle Luft, endlose Dünen, ein kleines Lagerfeuer und ein Zelt. Dieser Ort ist wie ein Märchen. Sarah hat sich schon immer gewünscht, eine Nacht in der Wüste zu verbringen. Sie macht Fotos von den Sternen, trinkt heißen Tee aus einer Thermoskanne und genießt das Leben. Es ist eine perfekte Nacht. Zu perfekt. Das Lächeln verschwindet aus Sarahs Gesicht. Es ist nicht real. Zwei Zeichen deuten darauf hin, dass Sarah schläft. Welche Zeichen sind es? Zwei Monde leuchten am Himmel und eine Krabbe schaut Sarah aus dem Sand an. Aber eigentlich leben Skorpione in der Wüste und keine Krabben. Marie öffnet ihre Augen und stellt fest, dass sie sich an einem unbekannten Ort befindet. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist ein Spaziergang im Park. Und dann Dunkelheit. In dem Raum liegt eine Menge Zeug rum. Eine rote Lampe blinkt an der Decke. Hier muss etwas passiert sein. Marie kann durch die Tür gehen, sie ist offen. Aber warte, sie sollte noch ein paar nützliche Dinge aus dem Raum mitnehmen. Aber was? Sie kann nur zwei Gegenstände mitnehmen. Welche sollten es sein? Marie sollte eine Taucherausrüstung mitnehmen. Schau dir das kleine Fenster an. Da schwimmen Fische vorbei. Marie ist unter Wasser. Alex kehrt nach dem Training im Fitnessstudio in seine Wohnung im obersten Stockwerk zurück. Er macht den Herd an, um sich eine Suppe zu kochen. Als er gerade zu Mittag ist, klopft jemand an die Tür. Es sind Arbeiter der Wasserwerke. Sie sagen, dass die Decke in Alex' Wohnung einzustürzen droht, weil seine Nachbarn vergessen haben, den Wasserhahn abzudrehen und nun das Gebäude überfluten. Sie fordern den Mann auf, sofort zu evakuieren. Alex macht die Tür zu und ruft die Polizei. Er ist sich sicher, dass die beiden Männer Diebe sind. Wie hat Alex das herausgefunden? Er wohnt im obersten Stockwerk. Keiner kann ihn überfluten. Henry und Mia leben zusammen in München. Sie wollen die stinkende Stadt hinter sich lassen und ihren Jahrestag in der Natur feiern. Sie nutzen einen speziellen Online-Service und finden drei verfügbare Optionen in der Nähe. Boris bietet ihnen ein gemütliches Waldhäuschen zu einem vernünftigen Preis an. Julia bietet diese moderne geodätische Kuppel nur 2 Stunden von der Stadt entfernt an. Und Claudia stellt ein altes Haus zur Verfügung, das sie von ihrer Großmutter geerbt hat. Für welche Option sollten sie sich entscheiden? Sieh dir das Bild mit der Kuppel genauer an. Das ist doch in der Nähe des schiefen Turms von Pisa, also in Italien. Das sind mehr als 2 Stunden Fahrt. Und der Geist von Claudias Großmutter spukt noch immer durch das Haus. Mia und Henry sollten sich für das Häuschen im Wald entscheiden. Sie kontaktieren Boris, buchen das Haus und fahren los. Mia ist eine berühmte Bloggerin und postet alle wichtigen Ereignisse ihrer Reise in ihrer Story. Findest du irgendwelche Unterschiede zwischen diesen beiden Bildern? Da sind sie. Und was ist mit diesen beiden? Hier gibt es 3 Unterschiede. Was sagst du zu diesen beiden Bildern? Findest du die 3 Fehler? Da haben wir sie. Während der Fahrt wirft jemand einen Farbeimer auf ihr Auto. Mia und Henry halten bei der nächsten Autowaschanlage an und sprechen mit 4 anderen Fahrern. Ben sagt, mein Auto muss perfekt sein, ich habe heute Abend eine Verabredung. Jakob meint, ich treffe einen Geschäftspartner am Flughafen und will einen guten Eindruck hinterlassen. Lilly erwidert, ehrlich gesagt muss ich mein Auto gar nicht waschen, ich wollte nur mal zur Toilette gehen. Rudi antwortet, mein Chef hat mir diesen Coupon gegeben, um mein Auto gratis waschen zu können. Wer hat das Auto von Henry und Mia beschmiert?
Lilly, an ihrer rechten Hand hat sie Farbflecken im selben Farbton. Außerdem hat sie einen Druck von Mias Gesicht auf ihrem T-Shirt. Sie ist von ihr besessen. Sie waschen also ihr Auto und fahren weiter. Dann müssen sie sich zwischen drei Routen entscheiden. Die erste führt durch giftige Sümpfe. In der Region verschwinden häufiger Leute. Der zweite Weg passiert einen Fluss mit gruseligen Sirenen. Ihr Gesang verführt jeden, ins Wasser zu springen. Und auf der dritten Straße lauert eine Bande böser Räuber. Für welche Option sollten sie sich entscheiden? Die zweite. Sie können alle Fenster schließen, die Musik aufdrehen und schnell an den Sirenen vorbeifahren. Mia schlägt vor, auf einem Bauernmarkt frische Produkte für ihr romantisches Wochenende zu kaufen. Auf dem Wochenmarkt bieten ihnen drei Stände Äpfel an. Aber nur ein Angebot ist wirklich sicher. Kannst du ihnen helfen, die besten Äpfel zu finden? Verkäufer Nummer 1 bietet sehr alte Äpfel an. Sieh dir das Datum auf der Kiste an. Sie sind vor 5 Jahren abgelaufen. Verkäufer Nummer 3 hat sehr schöne Äpfel im Angebot, aber achte auf seine Helferin. Sie poliert die Äpfel mit Schuhcreme, damit sie besser aussehen. Mia und Henry sollten am zweiten Stand einkaufen. Sie verlassen den Markt und laden ihre Einkäufe ins Auto. Da bemerkt Henry, dass er den Beutel mit dem Kohl stehen gelassen hat. Er geht zurück, kann den Kohl aber nicht mehr finden. Er befragt 3 Personen. Vera sagt, ich esse nur Obst. Sehen Sie selbst, ich habe Äpfel und Bananen gekauft. Bella antwortet, ja, ich habe ihre Tasche gesehen. Der Verkäufer hat den Kohl wieder ins Regal gelegt. Der Verkäufer erwidert, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich war die letzten 10 Minuten auf der Toilette. Wer lügt? Vera, sie verbirgt den Kohl unter ihrem eleganten Hut. Schließlich erreichen sie ihr Ziel. Das Häuschen ist noch schöner als auf dem Foto. Trotzdem ist auf diesem Bild etwas seltsam. Der Waschbär trägt eine Sonnenbrille. Boris, der Besitzer des Holzhauses, lebt in einem anderen Land. Das Haus liegt 24 Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Darum hat Boris ein spezielles Digitalschloss installiert. Als Henry die Unterkunft gebucht hat, gab Boris ihm ein 6-stelliges Passwort. Dummerweise hat Henry es verloren. Doch es gibt einen Hinweis, M80. Kannst du helfen, den Code zu knacken? Diese Symbole sind gespiegelte Zeichen. Trenne sie in der Mitte und du erhältst das Passwort 1133cc. Sie entriegeln die Tür. Doch als Mia den Wohnraum betritt, bekommt sie Angst. Sie bittet Henry, die Polizei zu rufen. Warum? Das Haus liegt am Ende der Welt. Wer hat dann die Kerzen und den Kamin entzündet? Das Haus war verschlossen. Henry sieht sich in allen Räumen um, findet aber keine Hinweise. Und du? Hast du eine Idee, was hier los ist? Das Dachfenster ist offen. Jemand ist vor ihrer Ankunft eingestiegen und versteckt sich jetzt unter dem Bett. Siehst du? Sie rufen die Polizei. Die Beamten versprechen, in einer Stunde da zu sein. Mia geht derweil duschen. Als sie zurück ins Wohnzimmer kommt, ist Henry verschwunden. Mia sucht im Garten, geht durch alle Zimmer und läuft noch einmal durch den Garten. Aber sie entdeckt keine Hinweise. Kannst du ihr helfen? Zu Beginn ihrer Suche war der Pool nicht abgedeckt. Das ist sehr verdächtig. Mia geht durch den Garten. Plötzlich taucht ein Mann aus dem Nichts auf und schubst sie in eine tiefe Grube. Sie ruft, bitte helfen Sie mir heraus! Niemand antwortet, aber Mia erhält eine Nachricht.
Der maskierte Mann bietet ihr ein Spielchen an. Ansonsten müsste sie für immer in dem Loch bleiben. Das ist das erste Rätsel. Mich gibt es in vielen Farben und ich werde größer, wenn man mich füllt. Wenn du mich nicht anbindest, fliege ich davon und ich mache ein lautes Geräusch, wenn ich kaputt gehe. Was bin ich? Mia weiß sofort Bescheid. Du auch? Die Antwort lautet ein Luftballon. Das ist die zweite Frage. Ich kann springen, ich kann klettern. Mit meinen vielen Beinen schwinge ich mich von Ast zu Ast. Ich baue ein Haus, das viel größer ist als ich. Was bin ich? Hast du eine Idee? Eine Spinne. Und die letzte Frage. Ich komme nachts heraus, ohne gerufen zu werden. Doch am Tag bin ich verschwunden, ohne dass mich jemand stiehlt. Was bin ich? Kannst du mir helfen? Es ist ein Stern. Kurz bevor ein Restaurant öffnen wollte, stahl jemand das ganze Geld aus der Kasse. Der Koch sagte, er wäre in der Küche beschäftigt gewesen und hätte keine Zeit gehabt. Der Wachmann sagte, er wäre auf der Toilette gewesen und hätte nichts gesehen. Und der Kellner behauptete, ein verdächtiger Gast hätte sich überall umgesehen. Was glaubst du, wer das Geld gestohlen hat? Das Restaurant war noch geschlossen, da konnte also gar kein Gast sein. Vermutlich ist der Kellner der Schuldige. Nico arbeitet in einem Club. Seine Aufgabe ist es, Ausweise zu kontrollieren und keine verdächtigen Leute oder Personen unter 21 reinzulassen. Sieh dir die Ausweise an und hilf ihm zu entscheiden, wer rein darf. Das ist der Erste. Was meinst du? Sie scheint sauber zu sein. Lass sie rein. Okay, hier kommt der nächste Gast. Was sagst du? Den 31. Juni gibt es doch gar nicht. Dieser Monat hat nur 30 Tage. Also, nö. Und was ist mit dem hier? Da stimmt doch was nicht. Auch wenn es den 29. Februar theoretisch gibt, gab es aber sicher keinen im Jahr 1977. Schaltjahre sind immer durch vier teilbar. Okay, was denkst du über diese Dame? Da kann ich nichts Verdächtiges entdecken. Und noch ein letzter Kandidat für den Club. Na, was meinst du? Also 22 ist er schon. Der scheint in Ordnung zu sein. Lass ihn rein. Ein Schüler musste eine mündliche Chemieprüfung ablegen und hatte mit der letzten Aufgabe Probleme. Der Prüfer beschloss, ihm zu helfen und gönnte sich ein Späßchen. Er sagte, der Schüler solle statt der Aufgabe den Namen seiner Tochter erraten. Er hatte nur einen Versuch, bekam aber einen Hinweis. Folgende Zahlen standen auf einem Blatt. 32, 10, 14, 16. Wie lautet der Name? Es ist eine Chemieprüfung. Der Prüfer, ein Chemielehrer, also hat es bestimmt etwas mit dem Fach zu tun. Sieh mal, an der Wand hängt ein Periodensystem der Elemente. Das 32. Element ist Germanium oder Ge. Das 10. Element ist Neon, Ne. Das 14. ist Silizium oder Si. Und das 16. Element schließlich ist Schwefel, S. Zusammen ergibt das Genesis.
Eine Bank wurde ausgeraubt, doch der Dieb wurde nicht gefasst. Eine Woche später wachte Kommissar Kramer mitten in der Nacht wegen eines Anrufs von einem Ladenbesitzer auf. Er sagte, er hätte das Geld unter seiner Terrasse gefunden. Kommissar Kramer fuhr hin, doch dort war nur die Hälfte des gestohlenen Geldes. Der Mann sagte, er hätte vor einer Woche einen Mann bei seinem Laden gesehen. Es wäre Vollmond gewesen und er hätte sehen können, dass die Person rote Haare hatte und einen dunklen Hoodie trug. Trotzdem wurde der Ladenbesitzer verhaftet. Warum? Der Ladenbesitzer behauptete, vor einer Woche wäre Vollmond gewesen. Dabei ist gerade jetzt Vollmond. Der Mann lügt also. Im Geschichtsunterricht wurden die Schüler aufgefordert, einen Vortrag über ihre Vorfahren zu halten. Elmar erzählte von seinem Ururgroßvater, der nach New York gegangen wäre, dort als Verkäufer angefangen und schließlich ein großes Unternehmen aufgebaut hätte. Er zeigte sogar ein Foto von seinem jungen Vorfahren in New York, doch niemand glaubte Elmars Geschichte. Warum? Das Bild ist zwar schwarz-weiß und wirkt recht alt, aber das alte New York sieht mit den unzähligen Wolkenkratzern doch sehr wie das moderne aus. Das fiel der Klasse auf und es kam heraus, dass es gar kein echtes Foto war. Roy rief die Polizei an und berichtete, dass sein Haus ausgeraubt worden sei. Kommissar Kramer kam an und ließ Roy alles genau schildern. Roy sagte, gerade als er in sein Zimmer gekommen wäre, wäre jemand aus dem Fenster geklettert. Es war noch offen, da Roy nichts anfassen wollte, ehe die Polizei da war. Er sah in seinem Schrank nach und bemerkte, dass sein Erspartes verschwunden war. Kommissar Kramer verfolgte den Fall nicht weiter. Warum? Der Dieb hätte nicht durchs Fenster fliehen können, ohne auf das Bett zu steigen. Aber das Bett ist ordentlich gemacht. Also ist auch niemand durch das Fenster entkommen. Katja lernte in der Bibliothek. Sie ging zur Toilette und ließ ihre Sachen liegen. Als sie zurückkam, war ihr Portemonnaie weg. Oh no! Sie rief die Polizei und es wurden drei Verdächtige befragt. André sagte, er hätte die Bibliothek direkt nach Katja verlassen, um sich am Automaten etwas zu trinken zu kaufen. Paula meinte, sie hätte die ganze Zeit gelernt und auf nichts anderes geachtet. Maja behauptete, sie hätte in einem anderen Bereich der Bibliothek nach einem Buch gesucht und nichts Auffälliges bemerkt. Wer hat das Portemonnaie gestohlen? Es war André. Er sagte, er hätte sich am Automaten ein Getränk gekauft, aber am Automaten gibt es nur Süßigkeiten. Ein junger Mann namens Konrad lebte mit seiner besten Freundin Christine zusammen. Eines Morgens rief er die Polizei, weil Christine nicht atmete. Er sagte, er hätte den ganzen gestrigen Tag gearbeitet und wäre spät heimgekommen und hätte sie daher nicht gesehen oder mit ihr gesprochen. Am Morgen hatte er sie dann so im Bett gefunden. Letzte Nacht hätte Christine Kopfschmerzen gehabt und vermutlich zu viele Tabletten genommen. Konrad wurde direkt verhaftet. Warum? Konrad sagt, er hätte nicht mit Christine gesprochen. Trotzdem wusste er, was sie an dem Abend getan hatte. Die ganze Geschichte scheint ausgedacht zu sein. Bestimmt ist er schuldig.